Tutanchamun ist heute Ägyptens bekanntester Pharao. Vor 3300 Jahren besteigt er den Thron als Kind. Weltberühmt wurde er durch die Entdeckung seiner Grabanlage und seiner goldenen Totenmaske. Tutanchamun ist sehr jung gestorben. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Ein Cold Case, den Wissenschaftler seit vielen Jahren aufklären wollen. War es eine Krankheit, ein Unfall oder gar Mord? Und wenn ja, wer sind die möglichen Täter? Was ihre Motive?1323 vor Christus im Tal der Könige am Rand der Wüste. Totenprozession für einen jungen König. Pharao Tutanchamun. Er wird nur 19 Jahre alt. Sein Berater Eje und seine Frau Anchis-en-Amun begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte. 16 Stufen und ein etwa 8 Meter langer Korridor führen tief in den Fels zur letzten Ruhestätte von Tutanchamun. Die Anlage selbst besteht aus einem Vorraum und drei Kammern, bis zur Decke gefüllt mit wertvollen Grabbeigaben. In der Hauptkammer steht der Sarkophag mit der Mumie des Kindkönigs. Sie ist der Ort seiner ewigen Wiedergeburt. Der tote Pharao war in insgesamt 8 Hüllen verpackt. Zunächst sind da die 4 Schreine, die ineinander gestapelt sind. Im letzten Schrein liegt ein Sarkophag aus Quarzit, der aus einem großen Block gehauen wurde. In ihm wiederum stecken 3 Särge in Gestalt des Totengottes Osiris. Im letzten Sarg, er ist aus purem Gold, liegt die Mumie des Tutanchamun mit der goldenen Totenmaske. Ganz generell ist natürlich das Grab des Tutanchamun sehr aufwendig und mit sehr, sehr vielen Gegenständen und diesen vielen verschiedenen Schutzhüllen und verschiedenen Sarkophagen und verschiedenen Schreinen. Aber wir müssen ganz klar sagen, wir haben halt gerade nur beim Grab des Tutanchamun die komplette Grabausstattung und bekommen dadurch einen Eindruck, wie diese Gräber generell einmal ausgestattet waren und ausgesehen haben. Die 11 Kilogramm schwere Goldmaske zeigt das idealisierte Gesicht des jungen Pharao mit großen schwarzen Augen aus Obsidian. Über den Kindkönig selbst ist nur wenig bekannt. Aus den Quellen weiß man, dass er von 1332 bis 1323 vor Christus regierte. Ägypten erlebt damals eine Zeit der Wirren. Mehr als 1000 Jahre lang ist Theben Residenzstadt und religiöses Zentrum des Amun-Kults. Und die Tempelanlage von Karnak ist eines der wichtigsten Wirtschaftszentren Ägyptens. Dort werden die Abgaben der Ägypter an ihren Reichsgott Amun verwaltet. Zur Zeit von Tutanchamuns mutmaßlichem Vater Echnaton leben in Karnak tausende Priester. Vor allem die Priesterschaft des Amun ist reich und mächtig. Für den allmächtigen Pharao eine starke Konkurrenz. Doch Echnaton ruft den Gott Aton zum neuen Hauptgott aus, beschneidet so die Macht der Priester und zettelt damit eine religiöse Revolution an. Beim heutigen Tell el-Amarna gründet er eine neue Hauptstadt und tauft sie Achet Aton, Horizont des Aton. Vermutlich verbringt Tutanchamun, der damals noch Tutanchaton heißt, seine Kindheit dort. Schon als Kind wird er mit der dritten Tochter Echnatons, Anchis-en-Pa-Aton, verheiratet. Zweimal täglich bringen Echnaton und seine Frau Nofretete ihrem Gott Aton Opfer dar. Für die mächtigen Amun-Priester ist der neue Kult ein Skandal, da alle anderen Götter nicht mehr angebetet werden sollen. Auch der kleine Tutanchamun wird zunächst im neuen Glauben erzogen. Etwa 3 Jahre nach Echnatons Tod besteigt er den Thron. Noch als Kind. Und wie sein Thron aussah, das wissen wir auch genau, nämlich so. Ich meine, er war jetzt nicht so groß, aber klar, Tutanchamun war damals ja auch gerade mal 9 Jahre alt und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie viel Spaß er dabei hatte, der kleine Tut hier zu sitzen, die Füße baumeln zu lassen und irgendwelche Würdenträger herumzukommandieren oder Diplomaten zu empfangen.
natürlich hat Tutanchamun Berater. Neben dem Schatzverwalter Maya sind es Großwesir Eye und General Haremhab. Haremhab ist nicht nur der Oberbefehlshaber des Heeres, sondern auch der offizielle Vertreter des jungen Königs und nutzt seinen Einfluss auf ihn, um seine militärischen Ziele durchzusetzen. Ägypten geht es wirtschaftlich gut. Die religiöse Krise scheint überwunden. Doch die Nachbarländer begehren, was das Land am Nil besitzt. Vor allem in Vorderasien bröckelt der ägyptische Einfluss. Schärfster Konkurrent um Tutanchamuns Gunst ist Großwesir Eye. Er hat schon unter Echnaton als hoher Beamter gedient. Auch er will die Fäden im Reich ziehen. Als neunjähriger Knabe hat er natürlich noch nicht völlig selbstständig allein entscheiden können und regieren können. Wir kennen natürlich eine ganze Reihe von wichtigen Personen aus seiner Lebenszeit, die hier entscheidend mitgewirkt haben und die natürlich hier diesen jungen König begleitet und geleitet haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass zumindest in den letzten 2-3 Jahren vor seinem etwas überraschenden Tod er selber auch eine wesentliche Rolle gespielt hat, zusammen natürlich mit seinen Beratern. Spätestens in seinem dritten Regierungsjahr bringt der Kronrat Tutanchamun dazu, Achet Aton aufzugeben und die Residenz nach Memphis zu verlegen. Theben wird wieder zum religiösen Zentrum des Reiches und der Amun-Kult erhält seine Bedeutung zurück. Damit ist entschieden, dass auch die Priester ihre alte Macht zurückerhalten. Als Zeichen der Rückkehr zum Amun-Glauben ändert der junge Pharao sogar seinen Namen. Aus Tutanchaton wird Tutanchamun. Der Aton-Glaube ist damit endgültig Geschichte. Jeden Tag huldigt der junge König den Reichsgöttern im Tempel des Amun. Seine Ziele hat er sogar öffentlich auf einer Stele gepostet. Die heiligen Stätten waren im Zustand des Untergangs. Ich aber werde die Götter zurückholen und ihre Tempel wieder öffnen. In Ägypten sollte wieder Frieden und Wohlstand herrschen. In der Zeit eines Amenophis des Dritten oder auch davor. Das war ja wirklich ein großer Aufstieg des Landes gewesen und das Land war ungeheuer mächtig. Und dass das sich verändert innerhalb der Amarna-Zeit, gerade eben auch in den Kontakten zum Ausland, hat natürlich dazu geführt, dass man dann sagt, nein, das war eine Fehlentwicklung. Und ich glaube schon, dass dieser erste Schritt, wir müssen weggehen aus Amarna, wir müssen sehen, dass wir hier einen Ansatz finden, der uns wieder anknüpft an die Zeit der thebanischen Hochphase. Ich glaube, das ist durchaus abgesprochen gewesen. Doch dann, nach rund 10 Regierungsjahren, stirbt Pharao Tutanchamun völlig unerwartet. Mit gerade erst 19 Jahren. Starb er an einer natürlichen Todesursache? Oder hat vielleicht jemand nachgeholfen? Wie kann es sein, dass ein junger Mensch so früh stirbt? Darüber wurde seit der Entdeckung der Mumie viel spekuliert. Starb Tutanchamun an den Folgen einer Krankheit? Oder eines Unfalls? Oder wurde er möglicherweise sogar Opfer eines Mordkomplotts? Wer könnte denn überhaupt ein Motiv gehabt haben, Tutanchamun aus dem Weg zu räumen? Könnte es sein Großwesir Eye gewesen sein? Immerhin ist der Tutanchamun auf den Thron gefolgt. Und er heiratet vermutlich sogar dessen Frau, Anchis en Amun. Vom politischen Geschehen her gibt es eigentlich keinen Grund, ihn umzubringen. Denn im Prinzip ist man genau auf dem Pfad, den man eingeschlagen hat, hinter dem auch jemand wie Haremhab stand, hinter dem im Prinzip auch die Priesterschaft stand. Gäbe es noch jemand, der sozusagen Anhänger des Amarna-Kultes ist und sagt, um Gottes Willen, jetzt bewegen wir uns da völlig wieder weg und Amarna wird aufgegeben und ja, die Leitfigur, ja, der Tutanchamun, den müssen wir jetzt umbringen. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber wir haben ja keinerlei Hinweis darauf. Wir haben keinen Beleg. Unverzüglich nach Tutanchamuns Tod machen sich die Balsamierer an die Vorbereitung des Leichnams für die letzte Reise des Königs. Dem altägyptischen Glauben nach muss der Körper erhalten bleiben, damit die Seele auch im Jenseits darin leben kann. Die Mumifizierung ist heiliger Ritus, aber auch ein medizinischer Eingriff, der strengen Regeln folgt.
Dabei werden alle inneren Organe entfernt. Das Herz als Sitz von Gefühl und Verstand bleibt jedoch im Körper. Soweit zumindest die Tradition. Forschungen haben aber ergeben, dass die Mumie von Tutanchamun schlampig einbalsamiert wurde. So fehlt zum Beispiel das so wichtige Herz. Wurde der Pharao in Eile mumifiziert, weil er schnell bestattet werden sollte? Es ist eine schwierige politische Situation. Man hatte mit seinem Tod sicherlich nicht gerechnet. Und demzufolge versuchte man jetzt, Sicherheit zu schaffen, indem eben auch das Grab, das Begräbnis, so schnell wie möglich und so ordentlich wie möglich durchgeführt wurde. Und dass da natürlich dann manchmal das etwas hektisch vor sich ging, gerade auch mit der Mumifizierung, ist, glaube ich, nur zu verständlich, weil alle nervös waren mit der Fragestellung, um Gottes Willen, wie geht's jetzt weiter? 2005 durchleuchteten Forscher die Mumie im Computertomographen. Dabei entstanden 1700 Aufnahmen. Sie ermöglichten, den Körper der Mumie erstmals in dreidimensionalen Schichtbildern darzustellen. Mit der Auswertung wurde der Mumienforscher Frank Rüdi beauftragt. Die Todesursache von Tutanchamun und alles, was damit in Verbindung steht, ist, kann man sagen, ein Cold Case, ungelöst. Man weiß bis heute nicht, woran er wirklich gestorben ist. Es gibt aber eine Vermutung zumindest. Wie sieht diese Vermutung genau aus? Also es gibt tatsächlich verschiedene Theorien und vermutlich wird man die Lösung nie ganz finden, weil die Mumie halt sehr schlecht erhalten ist. Große Teile, wie beispielsweise die inneren Organe, sind gar nicht vorhanden. Wir haben aber zwei, drei Stellen am Körper, welche uns einen Hinweis geben können auf eine mögliche Todesursache. Und eine solche Stelle ist hier in der Knieregion. Diese Fraktur, die wir hier im Bereich des linken Knies sehen, eine relativ große Läsion, also eine Fraktur, die ins Gelenk reinzieht und die interessanterweise Material in diesem Spalt drin hat, das die Dichte von Einbalsamierungssubstanz hat. Also die Vermutung ist sehr groß, dass es zum Zeitpunkt der Einbalsamierung dort schon eine Läsion gab. Wie könnte er sich denn diesen Bruch zugezogen haben? Dieser Bruch könnte er zugezogen haben, indem er beispielsweise irgendwo runtergefallen ist, also ein Sturz, ein Unfall, dass er beispielsweise von einem Streitwagen oder so heruntergefallen ist. Ich denke nicht oder eher weniger, dass es sich um einen Mordanschlag handelt, weil wenn Sie versuchen, jemanden zu ermorden, gehen Sie nicht primär auf die Knieregion los. Ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Ist der Knochenbruch vielleicht bei einem Crash mit einem Streitwagen passiert? Tutanchamun war vermutlich ein passionierter Rennfahrer. Er hatte nicht nur 6 Streitwagen im Grab, sondern ließ sich immer wieder mit dem Gefährt darstellen, als Krieger oder auf der Jagd. Streitwagen waren damals nicht nur ein Kriegsgerät, sie dienten auch dem Freizeitvergnügen. Der Tod des Tutanchamun kann verschiedene Gründe gehabt haben. Das, was wir nachweisen können, ist natürlich sein Unfall. Aber es können hier einfach verschiedene Dinge zusammengekommen sein. Denn nur allein ein Beinbruch ist meines Erachtens ein bisschen zu wenig als Todesursache für diesen jungen König. Weitere Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, dass Tutanchamun viele gesundheitliche Probleme hatte. Eine Erbkrankheit der Knochen, die zu einer Gehbehinderung geführt hat. Und eine Malariaerkrankung. Der Herrscher war also schon geschwächt, als er sich das Bein brach. Möglicherweise sind mehrere Faktoren zusammengekommen, die zum frühen Tod von Tutanchamun geführt haben. Mysteriös bleibt sein Tod aber trotzdem. Warum wurde seine Mumie so schlecht mumifiziert? Immerhin waren die alten Ägypter Meister der Mumifizierung. Der Cold Case Tutanchamun ist also noch immer nicht gelöst. Sicher wird der Fall Tutanchamun die Wissenschaft weiterhin beschäftigen. Was denkt ihr denn über den frühen Tod des Kindkönigs? Hätte es den Priestern oder seinen engsten Beratern Vorteile gebracht, Tutanchamun zu ermorden? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr weitere spannende Videos zum Thema Tutanchamun in Ägypten. Einfach mal hier klicken. Und hier klicken kann ich sehr empfehlen. Ist ein extrem interessantes Thema, mit dem man sich gar nicht genug beschäftigen kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.